Ja, moin moin, liebe Freunde des HSV und der Rautenperle, der Hinrundenrückblick Teil 2. Wir hatten eben auch den persönlichen Hinrundenmoment. Bei dir war es bei Kerjata. Für viele war es bei Kerjata. Das ist der wahrscheinlich auch prägnanteste, weil natürlich der am meisten auch medial am Ende Wirkung hatte. Dennoch ging es ja danach für den HSV auch fußballerisch noch ein wenig weiter und das wurde nicht wirklich besser. Es wurde eher etwas schwieriger. Wir hatten das Regensburg-Spiel 2:2. Danach gab es einen Heimsieg und dann ging es los. Die Auswärtsserie. Woran lag's, Henrik? Warum hat der HSV seitdem einfach auswärts nicht mehr gewinnen können? Also, ich weiß gar nicht, ob es jetzt ein reines Auswärtsthema ist. Ich glaube, dass die Hinrunde insgesamt so einen Bruch hatte. Und das war dieses 6:2 gegen Stuttgart, was, glaube ich, am Ende doch zu hoch ausgefallen ist. Und sowohl der Mannschaft. Du glaubst, dass das ein Bruch war, der STR? Weil ja. Das haben auch viele genannt. Also, viele sagen, dass dieses 6:2 wirklich dem HSV nicht gut getan habe. Ist ja oft so. Also, das hat der HSV schon häufig erlebt, wenn solche besonderen Spiele so gefeiert werden. Du denkst dann selbst, du bist schon der Größte. Das ist einfach so ein typisches HSV-Phänomen auch. Oh, wie ist das schön, wurde da gesungen und das Spiel hätte aber genauso gut 4:4 ausgehen können. Mhm. Und dadurch ist, glaube ich, eine andere Eigenwahrnehmung entstanden. Die Auswärtsschwäche hat, wie habe ich schon gesagt, da hatte jedes einzelne Spiel für sich eine Geschichte. Ja. Kiel mit der roten Karte, Wiesbaden am Ende, vielleicht ein Wechselfehler von Dieter Hecking, Sandhausen, unglücklicher Rückstand, also jedes einzelne Spiel für sich hatte der HSV ja trotzdem auch die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen und es ist einfach schwer, in solchen Mannschaften als HSV, als dominanter HSV zu spielen, weil jeder Gegner einfach natürlich alles versucht auszuschöpfen, um dem HSV dann irgendwie einen Punkt abzunehmen und damit kommt der HSV nicht so gut klar. Ist es das Thema der Hinrunde, dieses gegen tiefe Gegner spielen, dass der HSV da nicht das richtige Mittel gefunden hat oder war es für dich am Ende vielleicht auch die Gegentorflut bei hohen Bällen und Standards, wo der HSV auch seine Schwächen gezeigt hat? Du hast es, glaube ich, mal sehr schön geschrieben im Abendblatt. Du hast geschrieben, die Rezeptur ist ganz einfach, gegen den HSV zu spielen. Es reicht oftmals schon, defensiv gut zu stehen, ein, zwei schnelle Konter zu spielen und bei Standards gefährlich zu sein. Ja, ich glaube, es ist auch eine Frage des Wie. Also der HSV geht in ein Spiel gegen Sandhausen, in Darmstadt, in Osnabrück und die haben zum Großteil Ballbesitz. Ja? Mhm. Das heißt, sie müssen eine Lösung finden, um den Gegner, sag mal, auseinanderzuspielen. Die stehen natürlich tief. Und das ist einfach brutal schwer. In der zweiten Liga ist der Kampf nochmal und hat nochmal höhere Priorität als beispielsweise in der Bundesliga. In der Bundesliga gibt es mehr Mannschaften, die einfach auch über das Spielerische kommen wollen. Und der HSV hat nun mal für die zweite Liga neben Stuttgart wahrscheinlich die beste Mannschaft. Deswegen wollen sie das Ganze spielerisch lösen. Und wenn du dann hinten so einen Betonklotz hast, gegen den du anarbeiten musst, dann ist das richtig schwer. Und die Mannschaften haben sich da so ab, 11., 12. Spieltag einfach ein bisschen besser drauf eingestellt und fighten natürlich um ihr Leben. Mhm. Und das ist extrem schwer. Wenn man da die ersten zwei, drei Chancen nicht nutzt, dann kann das nach hinten losgehen. Du hast den Sieg in Nürnberg angesprochen, da waren sie brutal effektiv. Mhm. Und dann gewinnst du da auch 4-0. Und gegen Aue haben sie auch zum richtigen Zeitpunkt. Auch. Ja, und gegen Aue haben sie auch nach der Halbzeit dann direkt nochmal das Tor gemacht und damit irgendwie also gar nicht irgendwas aufkommen lassen. Und wenn du das aber in Wiesbaden nicht machst, dann hast du halt ein bisschen Spielpech und dann kriegst du hinten noch den Ball irgendwie nicht verteidigt bei einer Ecke. Und dann klingelt es, dann spielst du 1-1. Also ich glaube, das Problem ist einfach, dass der HSV sich innerhalb der Hinrunde ein bisschen neu erfinden musste und auch gemerkt hat, wie schwierig das ist, dass die sich immer wieder gegen so eine Betonmauer da hinten anarbeiten müssen. Ja. Und dann hast du hier und da auch mal ein bisschen Personalpech gehabt, dann ist der und der ausgefallen, das bringt dich auch ein bisschen durcheinander, aber jetzt von einem Einbruch oder von der Delle zu sprechen, das wäre dann aus meiner Sicht doch zu viel. Ja, dennoch muss man ja tabellarisch sagen, der HSV, ein Zweiter hinter Bielefeld. Bielefeld hast du als große Überraschung gesehen, dass sie da oben stehen, kann man glaube ich auch als Überraschung werten, das ist schon, aber die sind halt einfach etwas konstanter auch offensiv gewesen als der HSV, ne? Wenn man sich das Sturmduo anguckt, auf jeden Fall. Also ich glaube, Klos 13 Tore, Vogelsammer irgendwas bei 10, dazu jeweils noch 8 Vorlagen. Also die waren einfach in so einem Flow in der Hinrunde, was sie wahrscheinlich in der Rückrunde nicht mehr so haben werden. Das glaubst ist ja ganz normal. Ja. Glaubst du, dass das schwächer wird? Ja, eigentlich jeder Stürmer, der so eine Vorrunde spielt, kriegt irgendwann dann auch mal eine Phase, wo er nicht trifft. Ja. Das wird Bielefeld auch merken, das hat man jetzt bei St. Pauli schon gesehen. Wenn die beiden dann mal nicht treffen, dann kann so ein Spiel dann auch mal 0-3 ausgehen. Ja. Und vor allem beim HSV hat man mit Lukas Hinterseher ja eigentlich einen Stürmer, der für seine 15 bis 20 Tore pro Saison eigentlich immer gut ist, oder?
Ja, klar, aber man kann sich nicht nur auf ihn verlassen. Erstens kann er sich manchmal verletzen, das haben wir auch gesehen. Und zweitens ist es auch so ein Boxspieler, der davon lebt, dass die Bälle kommen und er die dann verwertet. Mhm. Und da sieht man mal wieder in Bielefeld, wie extrem wichtig das ist. Wenn man zwei Spieler hat, die einem 10, 15 Tore garantieren, dann hast du halt eine unglaubliche Qualität und auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, die Spiele zu gewinnen. Trotzdem, Bielefeld agiert ja ganz anders. Ich habe Bielefeld in Hannover beispielsweise da auch gesehen. Und da standen sie auch sehr tief, haben sich zurückgezogen und kommen dann oft durch Standardsituationen in Führung. Und dann gegen diese Mannschaft das Spiel nochmal zu drehen, ist extrem schwer. Der HSV agiert ja ganz anders. Der HSV hat ja extrem viel Ballbesitz. Der HSV versucht ja durch... Muss der HSV das umstellen vielleicht auch? Ja, ich habe ja gerade gesagt, die müssen sich in einer gewissen Form natürlich manchmal neu erfinden. Aber du musst ja auch gucken, welche Spieler hast du. Ja. Wir haben Spieler mit Fein, mit Duziak, über die Außen haben sie extrem viel Tempo. Das musst du auch versuchen auszuspielen, aber es ist halt, wird trotzdem nicht einfacher. Nee. Und was muss denn da im Winter passieren? Dann sind wir doch gleich mal beim Thema Winterneuzugänge. Was muss der HSV da überlegen? Ich glaube persönlich, dass sie vorne in der Offensive nochmal nachlegen müssen. Das muss jetzt vielleicht gar nicht jemand sein, der direkt vom Beginn an spielt, sondern einer, der einfach eine gewisse Fähigkeit hat, der noch eine andere Art, eine andere Spielweise hat. Wenn man vielleicht sich dafür entscheidet, jetzt nimmt man mal den Hinterseher als Brecher raus und nimmt vielleicht einen kleinen Wuseligen rein, der dann auch die Laufduelle eher für sich entscheidet. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, damit das nicht so leicht auszurechnen ist, das Ganze. Ja, und ansonsten glaube ich, dass der HSV auch durch diese Qualität, die sie in der Offensive haben, sich da früher oder später durchsetzen werden. Ja. Was siehst du als vorrangig? Was muss der HSV spielerisch umstellen und dann vielleicht auch daraus resultieren personell? Das ist eine schwierige Frage, weil der HSV eigentlich in jedem Spiel dominant auftritt und seine Torchancen hat. Das heißt, du kannst jetzt eigentlich sagen, du musst einfach nur so weiterspielen, dann wirst du schon irgendwie deine Punkte machen. Glaubst du das, dass es so wäre? Ich glaube schon, dass sie wahrscheinlich in der Rückrunde, wenn sie genauso weiterspielen, auch nochmal 30 Punkte holen. Dann ist halt die Frage, reicht das am Ende oder nicht? Und natürlich werden sie nochmal was machen, weil sie sich natürlich dann auch am Ende nicht den Vorwurf gefallen lassen wollen, hätten sie mal im Winter was gemacht. Das haben wir jetzt zweimal nicht gemacht. Einmal sind sie abgestiegen, einmal sind sie nicht aufgestiegen. Ja. Allein deswegen werden sie wahrscheinlich irgendwas machen. Was glaubst du, dann vorne oder auch so wie Jurek, dass man vorne auch. Also natürlich werden sie einen Außenverteidiger holen, das haben sie ja schon gesagt, auch wenn du da erstmal jemanden finden musst. Mhm. Und dann werden sie schon, gerade am Ende, wenn dann die Bundesliga wieder losgeht und die einzelnen Spieler wissen, ich habe jetzt wohl keine Perspektive mehr in der Rückrunde bei meinem Verein, dass sich da kurzfristig noch mal eine Option ergibt, einen Spieler zu leihen. Beim HSV bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es eine Hängepartie wird, also dass es erst hinten raus sich entscheiden wird, weil Jonas Bolt hat den Markt gut im Blick, aber man muss halt auch schauen, was ergibt sich. Es gibt vielleicht nochmal hier und da einen Trainerwechsel, dann gibt es andere Perspektiven. Vielleicht ist jemand aus einer Verletzung wiedergekommen, der aber bei seiner Mannschaft dann nicht die Möglichkeit hat, am Anfang zu spielen. Und diese Spieler, die dann wirklich rar gesät sind, die muss man auch erstmal finden und dann muss man auch mit denen übereinkommen. Also ich glaube nicht, dass sie nur rein Aktionismus treiben werden, um jemanden zu holen und zu sagen, wir haben das jetzt getan. Das glaube ich nicht. So schätze ich Jonas Bolt und vor allem auch Dieter Hecking nicht ein. Mhm. Also das wird schon, es kann auch durchaus sein, dass sie das ganz hinten raus zum Schluss machen und dann wahrscheinlich auch ein Leihgeschäft mit einer Kaufoption machen. Es wird für Jonas Bolt natürlich ja auch das erste Mal sein, dass er komplett neu an etwas rangeht. Im Sommer, hattest du es ja schon gesagt, waren viele Transfers schon sehr weit und sehr, sehr fortgeschritten. Der Kader war weit geplant. Ist eine harte Bewährungsprobe, ne? Im Winter ist, glaube ich, der Markt, das sagt er ja selbst auch, noch mal ein Stück weit härter. Ja, aber er hat ja gute Leute um sich herum, auch Michael Mutzel, der vielleicht den Zweitligamarkt sogar noch besser kennt dann als Jonas Bolt, der sich ja eigentlich in seiner Karriere eher mit anderen Märkten beschäftigt hat. Die werden da in der Zusammenarbeit mit Sicherheit irgendeine Lösung finden. Ja, nun haben wir natürlich auch gerade vor kurzem von Dieter Hecking nochmal ziemlich klargestellt bekommen, wer hier beim HSV überhaupt entscheidet, wenn es um Neuzugänge geht. Der Aufsichtsrat hatte sich in der Sportbild einmal zu Wort gemeldet, hat gesagt, wir haben zwei Spieler abgesegnet, mehr oder weniger. So, und das fand Dieter Hecking jetzt gar nicht gut, um nochmal auf Dieter Hecking zurückzukommen. Und den zweiten Teil der Hinrunde, der war ja dann so ein bisschen davon geprägt, dass Dieter Hecking sich immer wieder vor die Mannschaft stellen musste. Weil natürlich von außen die Kritik immer größer wurde, je weniger gepunktet wurde. So, am Ende waren es 7 Spiele, 7 Punkte. Das ist natürlich dann auch ein bisschen wenig für die Ziele, die man hat insgesamt. Wie hat sich Dieter Hecking in der Phase für dich aus deiner Sicht entwickelt? Mal verglichen mit dem ersten Teil der Hinrunde. Ich fand, er hat sich eigentlich gar nicht groß verändert, weil er eigentlich vom ersten Spieltag weg diese Strategie gefahren hat. Also er war sehr angriffslustig den Medien gegenüber, auch wenn es dann schon wieder zu gut geschrieben wurde, hat er dann gewarnt und hat gesagt,
was schreibt ihr für einen Scheiß und guck doch mal so und so und wir sind noch nicht so weit. Das hat er eigentlich bis zum Ende durchgezogen und natürlich. Man muss auch dazu sagen, im Off, also wenn wir mal diese Runden nach den Videorunden haben, da ist dann ja auch manchmal noch ein etwas ehrlicheres Wort gefallen, als man es vielleicht vor der Kamera sagen kann. Da hat er auch schon mal deutlich gesagt, wenn ihm was nicht gefallen hat, ne? Ja, das ist ja sein Typ und das macht ihn auch authentisch. Also ja. Das finde ich auch ganz gut, dass er da seine Meinung auch offen sagt und man ihm aber auch die Meinung sagen kann. Zum Ende hinaus wurde er dann schon ein bisschen dünnhäutiger, als es dann um bestimmte kritische Themen dann auch ging. Ist ja klar, wenn man dann nicht mehr punktet, dann kommen die kritischen Fragen. Und da reagiert er dann schon ein bisschen dünnhäutiger. Also man muss ja auch dazu sagen, nach dem letzten Spiel in Darmstadt, das ja nicht zur Hinrunde zählt offiziell, also eigentlich hier gar nicht reingehört, aber wir nehmen es mal mit rein, hat er das erste Mal auch die Entscheidung des Videoschiedsrichters ernsthaft kritisiert und gesagt, sie sei falsch gewesen. Das sei ein klares Tor. Das ist ja auch nachvollziehbar. Also ich glaube, über diese Situation brauchen wir uns nicht großartig zu unterhalten, weil das ist der greift da nicht richtig ein, in dem Fall der Jatta, der da am Abseits ist. Und da kann man sich als Trainer dann auch darüber aufregen. Ja. Ist der Videoschiedsrichter insgesamt, wie hast du den wahrgenommen in dieser Hinrunde? Ja, es gibt natürlich durchaus Entscheidungen, wenn ich jetzt an Werder Bremen gegen Paderborn denke, wo ich oft in der ersten Situation, die ich dann live sehe, sage, natürlich ist es Abseits. Und dann gucke ich halt nochmal hin und dann wird das nochmal aufgearbeitet und dann sagt man, okay, das ist halt am Ende fair, weil dadurch gewinnt dann Paderborn, zwar bitter für Bremen, aber dann ist es okay. Aber es nimmt dem ganzen Spiel an Dynamik. Also es fällt ein Tor und du kannst ja eigentlich gar nicht mehr jubeln als Spieler oder eigentlich als nicht. Verantwortlicher, sondern du musst erstmal warten. Kommt da irgendjemand und hebt da irgendjemand nochmal die Flagge oder hört da jemand nochmal, was in Köln gesagt wird? Also das ist schon ein bisschen nervend, auch vor allem aus Sicht des Zuschauers. Und ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, dass Hacking sich da immer sehr zurückgehalten hat. Ich finde auch, dass es übrigens eine große Stärke ist von Dieter Hacking, dass er nach dem Spiel sehr schnell einen klaren Fokus hat und weiß, das einzuordnen. Es gibt viele Trainer, die dann noch total emotional sind und das noch nicht so gut hinkriegen. Das kriegt er hin. Allerdings muss ich auch sagen, dass er sich total verrennt aus meiner Sicht in dieser Diskussion, die er selber mal aufheizt. Also die Medien würden das jetzt schlecht machen und hätten die Probleme beim HSV in den letzten Jahren angekurbelt etc. Also ich glaube, das braucht er eigentlich nicht, sich damit zu befassen und am Ende hat er eine Mannschaft, die vielleicht Punkte liegen lässt und ähnliches und ich glaube, da ist es ein bisschen, ist er auf dem falschen Weg, wenn er da mal in Richtung Medien geht. Ich verstehe, weshalb er das macht, er will sich auch breit machen. Ich finde es auch total gut, dass er mal einem Journalisten, der vielleicht dann auch Fragen stellt, die jetzt nicht richtig durchdacht sind, meinen überzieht, das finde ich auch okay, oder dass er Gegenfragen stellt, finde ich alles okay, gehört auch dazu, das muss man auch nicht, oder darf man auch nicht dann irgendwie persönlich nehmen, das ist falsch, aber ich glaube, dass er damit sich ein bisschen verrennt. Du hast es dünnhäutiger genannt, ein wenig dünnhäutiger zum Ende hin der Hinrunde. Trotz allem hat er natürlich nochmal ein bisschen auf die Brust geklopft und hat sich nochmal als das Alpha-Männchen präsentiert beim HSV, oder? Auch gerade in dieser Sache mit den Neuzugängen über den Aufsichtsrat hat er ja gleich nochmal gesagt, wer hier zu entscheiden hat. Aber das ist ja, ich finde, das ist ja was ganz anderes. Also das eine ist ja ein Thema, was er selber begleitet, dass er ab und zu mal wieder sich außerhalb des Fußballs darum kümmert, dass er, oder meint, er müsse seine Mannschaft verteidigen. Aber das andere finde ich total richtig. Er hat jahrelange Erfahrung. Mhm. Und dann gibt ein Aufsichtsrat ein Interview. Und jeder, der den HSV verfolgt hat, weiß, dass es in den letzten Jahren strukturell einfach große Probleme gab, weil viel zu viele Leute mitgesprochen haben. Gerade aus dem Aufsichtsrat. Ja, gerade aus dem Aufsichtsrat. Und jetzt ist Dieter Hacking da, der auch die Qualität hat, das zu erkennen und vor allem auch das Standing hat, das zu äußern. Und das finde ich total legitim und auch gut, dass er das macht. Und ich glaube, zeitnah wird es dann auch solche Vorfälle nicht mehr geben. Ja, glaubst du das auch? Hat Hacking sich im Verlauf der Rückrunde oder dem zweiten Teil der Hinrunde, ist ja noch nicht die Rückrunde, hat er sich da nochmal so richtig als das Alpha-Männchen hier in Hamburg festgesetzt? Ja, das ist er halt einfach. Und das wollte der HSV ja auch, so einen starken Trainer, der sich in diesen Sturm stellt und diesen Kapitän dann auch ausfüllt. Genau. Das wollte der HSV und das macht er und das zieht er komplett durch. Er hat am Ende, das ist ihm dann auch egal, ob das dann aus dem Aufsichtsrat kommt oder aus dem Vorstand oder von den Medien. Da ist er selbstbewusst genug zu sagen, ich bin hier der Chef. Ja, man erkennt bei ihm, finde ich, auch immer sehr schnell Kurskorrekturen. So. Auch jetzt diese Geschichte vor Darmstadt, wo er gesagt hat, okay, die Hinrunde war jetzt okay. Sie war gut, sie war nicht so gut, wie sie hätte sein können. Sie hätte besser sein können, aber man muss sie jetzt besser machen und damit in Darmstadt beginnen. Das war ja so seine Ansage. Also man merkt, so langsam gibt er den Druck auch an die Mannschaft weiter, auch öffentlich, was er ja vorher eigentlich fast nie gemacht hat. Er hat ja die Mannschaft eigentlich immer sehr in Schutz genommen. Ja, einmal nach dem Spiel in Osnabrück, da hat er sie dann auch, was auch wirklich deutlich kritisiert. Beschissenes Spiel war. Das musste dann wahrscheinlich auch einfach mal sein. Ja.
Ansonsten stellt er sich relativ klar immer vor, seine Spieler, auch jetzt gerade beim Fall Gideon Jung, der ja gerade bei Fans doch immer sehr kritisch gesehen wird, teilweise zu Recht, teilweise wahrscheinlich zu Unrecht. Man hat sich dann da schon auf den Spieler eingeschossen. Mhm. Bei Trainern kommt der Spielertyp komischerweise mal sehr gut an. Gut an, ja. Und da hat er sich relativ klar vor den Spieler gestellt und ich glaube, das kommt bei so einer Mannschaft sehr gut an. Ja, ich glaube es auch. Also die Mannschaft scheint auf jeden Fall noch komplett hinter ihm zu sein. Das muss man einfach mal so festhalten. Das ist ja schon mal eine ganz schicke Geschichte für Weihnachten. Das kann man so über die Tage mitnehmen. Als Trainer dann auch fühlt man sich gut dabei. Trotz allem ist natürlich im Verlaufe der Hinrunde, jetzt gerade in diesem Teil, über den wir jetzt sprechen, sind dann so ein paar Spieler auch ein wenig eingebrochen. Also nehmen wir mal gerade den Spieler, den wir alle als am Anfang dominant und überragend und überraschend gut und so. Adrian Fein hatte Probleme, kam nicht mehr so ins Spiel, auch natürlich, weil die Gegner sich auf ihn eingestellt haben und ihm natürlich auch mal Kontra gegeben haben. Ne? Das stimmt, also zum einen haben die Gegner sich darauf eingestellt, das ist ja nun mal das Herzstück gewesen des HSV, weil er wie kein anderer eigentlich in der Mannschaft, also den Spielaufbau und das Kämpferische, aber auch einfach eine gewisse Sicht, also der antizipiert ja sehr viel, der hat einen guten Blick für das Spiel. Mhm. Und die Gegner haben gesehen, wenn wir den irgendwie ärgern, zerstören, wehtun, dann hat der HSV ein Problem im Spielaufbau. Und dann hat der HSV auch ein Problem, überhaupt eine Balance zu finden. Aber trotzdem, also ich finde das jetzt bei dem, ich würde jetzt von keinem Einbruch sprechen, weil der hat ja auch jedes Spiel eigentlich gemacht. Der war immer dabei. Er wurde dann rausgenommen, muss man auch sagen? Ja, er wurde rausgenommen. Er wurde einmal rausgenommen, das ist okay. Aber im Großen und Ganzen ist das ein super Spieler. Ja. Und das ist auch ein super Transfer gewesen. Der passt auch von der Art und Weise, vom Charakter gut zu der Mannschaft und es gab jetzt immer mal welche, die gesagt haben, ja, der ist überspielt. Keiner kann so stabil über 17 Spiele einfach eine Top-Leistung abrufen, zumal dann eben auch die Gegner greifen ja dann auch zu Mitteln, die reizen ja alles aus. Das heißt, der wird das auch ein bisschen spüren an der Achillessehne, dass der ein oder andere mal ein bisschen hinterher ist. Also das würde ich jetzt überhaupt nicht so skeptisch betrachten. Ich glaube, dass der Junge enorme Qualität hat und auch für den HSV extrem wichtig ist und dass es auf dieser Position auch keinen besseren gibt. Gideon Jung haben wir gerade angesprochen, ist ja ein ganz anderer, der führt die Position ja viel defensiver aus und hat auch überhaupt nicht diese kreativen Züge. Wie kommt es, dass der so kritisch gesehen wird bei den Fans? Ja, weil er halt einfach spielt. Ich meine, wenn du dir jetzt Adrian Fein anguckst, hast du selber gesagt, das ist irgendwie ein bisschen galant, das sieht locker aus, ne? Das ist ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, was vom Beckenbauer drin, aber auf jeden Fall macht er das, löst er das spielerisch, es sieht gut aus, dann gewinnt er nochmal ein paar Zweikämpfe und er sieht einfach besser aus. Mhm. Und bei Gideon Jung, der haut sich rein, der gewinnt die Bälle und spielt die über 5 Meter und wenn er halt einen schlechten Tag hat, dann springt ihm der Ball zu weit vor, dann spielt er einen Fehlpass und dann schimpfen die Fans. Aber ich meine, damit machst du es dir auch zu einfach, weil dass Gideon Jung so viele Spiele in den vergangenen Jahren gemacht hat, spricht ja auch dafür, dass er eine gewisse Qualität hat, weil die Trainer setzen ja auf Leute, wo sie dann auch der Meinung sind, dass sie damit irgendwie Erfolg haben können. Ja, bist du dabei, Jurek? Absolut. Also ich finde, jetzt in Darmstadt hat Gideon Jung das gut gemacht. Ja. Hast du wirklich gesehen, was da diese defensive Stabilität der Mannschaft verleihen kann? Natürlich hat er im Spielaufbau seine Schwächen. Gerade in der Rückrunde der vergangenen Saison hat er da echt viele Böcke dann auch drin gehabt. Mhm. Das haben die Fans ihn wirklich krumm genommen und ihn da auch als Mitschuldigen dann für den verpassten Wiederaufstieg ausgemacht. Die Trainer mögen ihn. Das liegt wahrscheinlich vor allem an seiner Professionalität, an seiner Stabilität, die er in der Mannschaft verleihen kann. Das sieht vielleicht von außen dann immer nicht so schön aus, aber Trainer sehen ja oft mehr als wir. Und was wir auch vergessen ist in dieser Situation in der vergangenen Saison, wo er vielleicht auch bei Union Berlin dann den Ball verliert, der dann zu der Niederlage führt. Ich meine, der kam da aus einer schweren Knieverletzung und auch das ein halbes Jahr draußen, mehr sogar noch. Ja, genau. Und das ist ja dann auch ganz normal. Du bist ein halbes Jahr raus, dann spielst du nicht innerhalb der ersten 4 Wochen gleich ganz ruhig, vor allem, wenn da richtig Druck auf dem Kessel ist. Also klar, dass die Fans das dann irgendwie ärgert und so, nur der hat lange gefehlt. Es gab nicht gute Alternativen, also hat er wahrscheinlich schon zu früh spielen müssen und konnte das auf dem Niveau dann nicht. Das können vielleicht ein paar Spieler, er hat es nicht hingekriegt. Aber ich glaube, man hat, das war teilweise in der Bewertung dann ihm gegenüber auch nicht ganz fair. Ja. David Konsombi ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, ne? Kam auch aus einer sehr langen Verletzung, war dann aber natürlich hier der Königstransfer, da sind dann direkt die Erwartungen da und bei dem hast du einfach gemerkt, er hat sich unglaublich schwer getan in den ersten Monaten. Du hast das nächste Thema gerade hier angesprochen. Ich genau da nie wirklich in die Saison gekommen und ja. Ist er aber das, was Dieter Heckinger gesagt hat, dass er die Wintervorbereitung, dass er glaubt, wenn David Kinsombe die so nutzt, wie man sie nutzen kann, dass man dann in der Rückrunde einen richtig Top-Neuzugang hat? Glaubst du daran?
Wenn er eine gute Vorbereitung spielt, dann kann das sein, ja. Ich sehe im Moment noch nicht die klare Position für ihn, ob es dann die 6 ist oder auf der 8, da hat er natürlich auch großen Konkurrenzkampf. Also es wird für ihn nicht ganz leicht, da seine Rolle zu finden in der Mannschaft. Zwischendurch hatte er sie ja dann schon mal, dann ist er wieder in ein kleines Loch gefallen. Dieter Hecking hat ihm sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Er hat ihn sehr lange gefördert, hat ihn spielen lassen immer wieder, auch wenn er noch nicht bei 100% war und auch nur langsam. Er hat trotzdem auch seine Quote gehabt, also hat 3 Tore gemacht. Das haben, glaube ich, nicht viele defensive Mittelfeldspieler. Nee. Ich sag auch, die Erwartungshaltung an ihn ist in einer gewissen Form auch falsch, weil das ist ein Spieler, der fällt nicht großartig auf, gerade jetzt irgendwie im Spiel nach vorne. Der fällt halt auf, wenn er das entscheidende Tor macht. So, der hat einen extrem guten Riecher. Ja, der hat das in Kiel auch schon unter Beweis gestellt. Aber auch der steht jetzt nicht für attraktiven Traumfußballer, sondern der arbeitet im Mittelfeld, der stopft Löcher, der gewinnt Zweikämpfe. Und so einen Spieler in der Mannschaft zu haben, ist total wichtig. Und er wird auch seine Wichtigkeit noch für den HSV bekommen. Vielleicht sogar in der Bundesliga mehr als in der zweiten Liga. Ja. Aber ich glaube, dass man einfach von der Erwartungshaltung wegkommen muss. Der hat wahrscheinlich eine ähnliche Spielweise wie Gideon Jung. Der wirkt noch ein bisschen stabiler. Und auch da die lange Verletzungspause muss er auch erstmal durchkriegen. Deswegen die Wintervorbereitung kann für ihn enorm wichtig sein. Und Dieter Hecking sieht in ihm auch die Qualität. Und das hat er ja auch dann als Trainer gut gelenkt und geleitet. Er hat ihn dann immer mal wieder spielen lassen, hat ihn dann mal wieder rausgenommen. Also haben wir einen internen Neuzugang. Haben wir schon mal für die Rückrunde, mehr oder weniger. Ne? Auch wenn er natürlich schon einige Spiele gemacht hat. Also so ganz neu ist das alles ja nicht. Trotzdem noch einmal um diese Punkte technisch natürlich dann enttäuschenden letzten 6 Spiele der Hinrunde noch einmal Revue passieren zu lassen. Der HSV kam nicht mehr in Tritt und ich glaube, die Pause war dann wirklich notwendig zu dem Zeitpunkt, wo sie jetzt gekommen ist, oder? Absolut. Man hat schon gemerkt, dass die Mannschaft in den letzten Wochen echt müde war, vom Kopf her, einfach nicht mehr so frisch. Ja. Am Anfang lief da vieles von selbst, die Chancen, die Angriffe, die Torabschlüsse. Mhm. Ich glaube, das wird der Mannschaft schon sehr, sehr gut tun, jetzt einfach mal ein paar Tage sich in die Sonne zu legen. Auch dem Trainer, glaube ich. Dem Trainer mit Sicherheit auch, ja. Für den war es wahrscheinlich sogar noch schwerer als für die Spieler. Ein hartes halbes Jahr gehabt. Echt viel Kraft auch investieren müssen, auch mit privaten Geschichten dann noch. Also dem wird das mit Sicherheit auch sehr, sehr gut tun. Ja, gut. Dennoch wollen wir mal gucken, was wir uns denn in der Rückrunde versprechen können. Was erwartet ihr von der Rückrunde des HSV? Du hast schon einmal gesagt, nochmal 30 Punkte und dann ist man durch. Glaubst du, dass 60 Punkte reichen dieses Jahr? Ich weiß nicht, ich glaube, im letzten Jahr waren es dann 62, die man brauchte. Das wird dieses Jahr wahrscheinlich ähnlich sein. Ich denke, dass Bielefeld schon nochmal auch eine schwierige Phase erwischen wird. Ja. Stuttgart dagegen wird auch nochmal wieder eine richtig, richtig gute Phase erwischen und die drei werden das dann unter sich ausspielen, da bin ich mir relativ sicher. Aue siehst du da nicht mehr? Nein. Ja, weiß man nicht. Ne? Aue ist ja wie letztes Jahr Paderborn, die hat man auch lange so ein bisschen hinten angestellt und dann auf einmal waren sie da. Union Berlin genauso. Also es kann Union Berlin noch eine andere Qualität als das stimmt, Erzgebirge, das kann man so sagen, aber Aue macht Ergebnisse. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Jurek, ja, da würde ich eher Heidenheim dann sogar noch in die Heidenheim, Verlosung nehmen, weil genau. Die sind echt stabil, seit Jahren schon. 1 Geheimniederlage. Ja, auch verdient. Ja, das muss man sagen. Das kam dann noch dazu. Juri, was glaubst du, was wünschst du dir vom HSV für die Rückrunde? Das geht ja nicht nach meinen Wünschen, aber... Doch, heute geht es mal nach deinen Wünschen. Nein, ich glaube, dass der HSV, wenn sie einigermaßen verletzungsfrei bleiben, auch irgendwann wieder in einen gewissen Flow kommen, dass die Gegner dann auch besser beherrschen und zum richtigen Zeitpunkt dann die Tore machen und dementsprechend auch die Spiele gewinnen werden. Es wird trotzdem total unangenehm, die Rückrunde, weil einfach die Gegner natürlich sich mit allem, was sie haben, dagegen stemmen und der HSV ist weiter der Gejagte. Das ist auch für einige Spieler, die dann hier neu beim HSV sind, natürlich ein ganz neues Gefühl. Mhm. Das kannten die meisten vorher so nicht und damit muss man auch erstmal klarkommen. Ein Unterschied, ob du in Kiel spielst und vielleicht oben dabei bist oder beim HSV oben dabei bist und dann dieser Druck entsteht. Aber ich glaube, dass der HSV unter die ersten drei kommen wird. Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass Bielefeld da abrutscht. Weil glaubst du nicht, dass sie eine Schwächephase haben? Nein, das glaube ich nicht, weil sie als Mannschaft extrem stabil sind. Im Jahr 2019 extrem gut. Extrem stabil. Der Trainer macht das sehr gut. Also der hat inhaltlich eine gute Idee, hat einen sehr guten Umgang mit seinen Leuten und wenn die jetzt einigermaßen gesund dadurch die Rückrunde kommen, die werden ja wahrscheinlich auch nochmal schauen, dass sie im Winter jetzt diese Möglichkeit durch diese wunderbare Platzierung dann nochmal verbessern. Schiplock kommt noch dazu. Schiplock kommt auch noch zurück, der trifft wahrscheinlich dann gegen den HSV. Nein, aber also ich glaube schon, dass Bielefeld da oben bleiben wird. Ich habe mich mit Dieter Hecking mal darüber unterhalten, ja. Ganz am Anfang der Saison. Und da hat er schon gesagt, also die rechne ich ganz oben ein.
Und das hat er richtig eingeschätzt. Und ich glaube auch nicht, dass sie da jetzt noch groß abreißen. So eine Mannschaften wie Aue oder Heidenheim, denen kann das mal passieren, dass sie, glaube ich, 3-4 Spiele vielleicht in Folge nicht gewinnen. Mhm. Dann fehlt dir dieser Schnitt, den du da brauchst, um oben dran zu bleiben. Aber bei Bielefeld, ich würde fast sagen, dass Bielefeld noch stabiler ist als Stuttgart und der HSV. Ja, trotzdem noch einmal zur Hinrunde. Euer Man of the Hinrunde, um es mal in feinem Englisch zu. Henrik, fangen wir mal bei dir an. Wer ist denn für dich? Hier ist er ja schon drauf. Ich würde mal auch nach rechts außen zeigen. Also Tim Leibold für mich der absolut konstanteste Spieler. Vom ersten Spieltag bis zum Ende wirklich durchgehend gute Leistung gezeigt, viele Tore vorbereitet. Gerade nach dem Abgang von Douglas Santos wusste man ja nicht so recht, wer diese Rolle ausfüllen wird, und Leibold mit absolut der Sicherheit für mich der Mann der Hinrunde. Der Mann der Hinrunde, ja. Für dich, Jurek? Ich bin ja immer ein Freund der Offensivspieler. deswegen würde ich eher den Kollegen daneben hervorheben, Sonny Kittel. Die meisten oder viele vergessen das ja auch immer, was der für eine Verletzungshistorie hinter sich hat. War ja schon ganz früh, als er noch ganz jung war, als Jahrhunderttalent irgendwie angepriesen und dann jahrelang verletzt. Spielt konstant, spielt im Zentrum gut, hat extrem gute Standards, ist ein ruhiger, ja, so ein Typ, den man eigentlich gerne in den Arm nimmt und knuddelt. Und auf dem Platz macht das einfach auch Spaß, ihm zuzusehen, und extrem viele Tore gemacht für den HSV. Und weil er im Zentrum nicht so richtig stark gespielt hat, ne? Auch jetzt in Darmstadt. In Darmstadt auch wieder nicht. Hecking hat es vorher auch schon gesagt, dass er ihn außen besser gesehen hat als Ja, klar, als aber also ich meine, man muss es ja auch ein bisschen perspektivisch sehen. Aaron Hunt war da ja oftmals eingeplant, das ist aber aufgrund seiner körperlichen Beschaffenheit aktuell nicht mehr so mitzurechnen, dass man ihn über einen längeren Zeitraum einbauen kann. Und Sonny Kittel hat einfach von den Fähigkeiten, die auf dieser Position zu spielen, bringt er eigentlich alles mit. Und auch da ist es natürlich so, die Gegner wissen, dass er ist ein Unterschiedsspieler, ne? Ist ein Filigrantechniker, der irgendwie sich mit dem Ball drehen kann, der auch außergewöhnliche Sachen mal machen kann. Das brauchst du ja auch. Und deswegen hauen die dem auf die Stöcker. Aber trotzdem bleibe ich dabei, dass der im Zentrum einfach aufgrund seiner Spielweise, seiner Übersicht, kann direkt den Ball klatschen lassen, kann sich drehen. Wenn er aufs Tor schießt, ist er mit großer Wahrscheinlichkeit, kommt auch auf die Bude. Mhm. Also ich finde schon, dass das so vielleicht neben Adrian Fein dann auch die größte Überraschung ist. Wir haben auch natürlich bei unseren Lesern mal nachgefragt und Zuschauern haben wir gefragt, wen sie denn so als ihren persönlichen Man der Hinrunde gewählt haben. Und wir fangen beim dritten Platz an. Ein Tipp, wer ist Dritter geworden? Adrian Fein. Was hast du? Nein, das ist ein guter Tipp. Ich würde dann, mal dann lasse ich vielleicht sogar sagen. Nein, dann liegt ihr komplett richtig. Adrian Fein hat 12% der Stimmen bekommen. Mit 12% ist er der Dritt. Schön beste. Die Irre geführt hier mit Duzi. Ja, natürlich, das soll ja auch nicht alles verraten. Die Leute sollen ja auch gespannt sein. Kommen wir zum zweiten Platz. Der zweite Platz, was glaubt ihr? Da ich weiß, dass Sonny Kittel bei den Fans sehr beliebt ist, vermute ich mal, dass er auf Platz 1 landen wird und dann auf Platz 2 Tim Leibold. Tim Leibold. Wo bist du? Ist der Trainer inbegriffen? Nein, nur Spieler. Ja. Gute Frage. Hau einen raus hier. Soll ich dir die Lottozahlen nennen? Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Mal sehen. Tipp doch einfach mal. Ja, ich glaube, dass Leibold auf 1 landet. Du glaubst, dass Leibold auf 1 landet? Jurek Gorbeck, er sollte Lotto spielen. Wobei, aber die 1 ja nicht. Wobei, genau, wir wissen ja noch nicht, wer die 1 ist. Tim Leibold habt ihr, also. Bei uns gab es eine überraschend deutliche Abstimmung, ehrlich gesagt. Also überraschend deutlich, genau. Du hast gerade einen Namen ins Spiel gebracht. Ja, einfach um ihn nochmal ins Spiel zu bringen. Ich denke, dass es Tim Leibold würden wird, aber Bakariata könnte da auch landen. Ja, was, wen hast du jetzt? Ja, rein emotional betrachtet ist es Bakariata, weil ich glaube, die Hamburger Fans ihn nochmal lieben und schätzen gelernt haben. Rein sportlich kann man schon Leibold auflisten, weil er einfach aufgrund der Statistik total berechtigt dann auch da oben wäre. Ja, und weil wir halt wirklich ausschließlich Ahnung haben. Experten bei uns im Publikum haben, wollte ich gerade sagen, im Forum und im Blog, ist es natürlich Tim Leibold mit 57%. Also wirklich sehr deutlich, und man muss es sagen, sportlich kann man das mehr als argumentieren. Auf jeden Fall Tim Leibold. Herzlichen Glückwunsch, Tim Leibold, zum ersten Platz. Sonny Kittel und Adrian Fein natürlich nicht minder. Ja, mal gucken. Wird einem Pauli-Trikot im Trainingslager was einfallen? Mal gucken. Jetzt kommen die Flops, oder? Nee, die Flops können wir, obwohl, hast du einen Flop des Jahres?
des Jahres oder der Hinrunde? Rein von der Verletzungshistorie ist natürlich nach wie vor Aaron Hunt irgendwie ein großer Problemfall beim HSV. Ja. Also das sehe ich wirklich als großes Problem für die Mannschaft, weil er ist der Kapitän und er kann die Rolle einfach nicht wirklich einplanen. Immer wieder diese kleinen Verletzungen, wenn du als Mannschaft da trainierst und dann siehst du immer deinen Kapitän daneben auf der Reha-Wiese. Das ist für so eine Struktur in der Mannschaft echt schwierig und auch rein sportlich, weil du hast diesen Spieler Aaron Hunt und du weißt, wenn der fit ist, hilft er dir richtig weiter und trotzdem kannst du nicht so richtig einplanen und das macht die Kaderplanung ja auch total schwierig. Ja, wen hast du als, oder nicht wen, was vielleicht ja auch, was ist für dich so die Enttäuschung der Hinrunde gewesen? Nein, Enttäuschung würde ich jetzt nicht so sagen. Also ich glaube schon, dass das für Aaron Hunt einfach total bitter ist, weil Kapitän erkennt, Dieter Hecking, die haben in Wolfsburg, wenn auch nicht richtig erfolgreich, aber die haben zumindest zusammen dort gearbeitet. Auch da war ja Aaron schon häufiger leider verletzt und das tut der Mannschaft einfach nicht gut. Weil irgendwann muss man sich dann ja auch überlegen, ist er dann, soll er weiter Kapitän bleiben, wenn er vielleicht nur wirklich jedes vierte, fünfte Spiel machen kann, muss man dann da, also es ist einfach schwierig, ne? Wie gehst du als Trainer damit um? Ja, weil klar. Du hast von der Achse vorhin gesprochen, die ist natürlich maßgeblich mit ihm besetzt. Klar, also normalerweise sagst du, der gehört da rein und der ist auch ein Führungsspieler und der hat auch die Qualität, aber es ist auch logisch, wenn du vier Wochen fehlst und dann ein, zwei Spiele machst, dann kannst du dann auch nicht sofort abliefern. Und das ist auch einfach extrem schwer, damit umzugehen. Ich glaube, Hecking ist schlau genug und erfahren genug, dass er ihn mit zur Seite nimmt. Aaron Hunt hat ja auch einen Anschlussvertrag, das ist ja auch schon da. Aber er möchte noch Fußball spielen, hat er auch gesagt. Ja, das ist klar, aber warum soll man den nicht, so einen Spieler wie Aaron, nicht die Möglichkeit, ich weiß, der möchte natürlich so lange wie möglich im Profibereich spielen, aber warum soll man sich nicht eine Lösung schaffen, dass man vielleicht sagt, pass auf, du machst jetzt erstmal den erfahrenen Mann in der U21, lernst dann vielleicht ein bisschen das Trainergeschäft mal kennen, als Co-Trainer oder so und bist dann oben auch noch aufgrund deiner Erfahrung einfach vielleicht ein Mann, der im Staff mitarbeitet. Also ich glaube, Jonas Bold und Dieter Hecking werden dieses Thema auch im Winter nochmal angehen, weil wenn man den sportlich gesund hat, ist es ja klar, es ist eine Bereicherung, aber umgekehrt genauso, es ist immer sehr schwierig für den Trainer das Ganze zu moderieren und es kommt darauf an, wie Aaron Hunt das selber sieht, auch er ist sehr erfahren und weiß das Ganze schon ganz gesund einzuschätzen. Ja, dann wollen wir doch einfach, wünschen wir uns doch für Aaron Hunt, da können wir uns, glaube ich, committen alle drei, wünschen wir uns für ihn mehr Gesundheit, eine stabilere Rückrunde als die Hinrunde oder überhaupt das Jahr 2019. Dieter Hecking hat ja gesagt, dicken Strich drunter, abhaken, neues Jahr anfangen, Vorbereitung nutzen und fit werden, um dann eine große Stütze zu werden. Auf jeden Fall wünschen wir uns das für Aaron Hunt, wir wünschen uns für den HSV, glaube ich, alle gleichermaßen den Aufstieg und haben natürlich auch noch ganz viele prominente Wünsche eingefangen und zwar von ganz vielen ehemaligen HSVern, von Fans, von Außenstehenden und von Verantwortlichen und die kommen hier. Für die Rückrunde wünsche ich der Mannschaft, dem Trainerteam ein gutes Händchen, den nächsten Schritt in der Entwicklung und natürlich hoffentlich am Ende auch den Aufstieg. Wünsche ich dem HSV in der Rückrunde natürlich den Aufstieg und vor allem wünsche ich das nicht nur dem HSV, das wünsche ich uns allen und mir. Ich will einfach mal wieder ein Glücksgefühl haben. Ich habe noch nie irgendwas auf dem Rathaus gefeiert und dafür ist es jetzt einfach mal Zeit. Ich habe so Bock auf diesen Aufstieg und es klappt, wenn wir Mannschaftsgefühl hinkriegen. Die Jungs müssen auch mal wieder zusammen einsaufen und zusammengeschweißt sein, dass wir ein bisschen sicherer werden bei hohen Bällen und vorne Hinterseher seine Knipser-Qualitäten aus Bochum wiederentdeckt und dann schaffen wir das auch. Was wünsche ich dem HSV fürs neue Jahr? Ja, ich denke, wie viele Fans so schnell wie möglich wieder in die Bundesliga zurückkehren. Es ist doch anders, wenn man am Wochenende Bundesliga schaut und der HSV ist dabei. Da, wo sie hingehören, da, wo dieser tolle Verein hingehört, das ist mein größter Wunsch. Ja, was ich mir für die Rückrunde und für die restliche Saison natürlich wünsche, ist, dass der HSV wieder in der Bundesliga spielt. Der Verein gehört nirgends anders hin. Die Fans, die Stadt, die Spieler, die ich kenne, die ich nicht kenne, verdienen es einfach. Bei mir hängt auch ein bisschen Herzblut dran. Ich fieber da mit. Wie gesagt, ich drücke die Daumen und hoffe, dass es klappt. Euer Amo. Bis bald. Dass wir wieder zusammenstehen in schwierigen Zeiten, um am Ende dann gemeinsam unser großes Ziel, den Wiederaufstieg, eben zu erreichen und hoffe, dass wir da in den richtigen Momenten auch das nötige Quäntchen Glück haben, das man da einfach braucht und freue mich dann auf eine erfolgreiche Rückrunde. So, was ich den HSV wünsche, also ich wünsche den HSV natürlich 100% den Aufstieg und das wird auch klappen und dann wünsche ich das Trainerteam
und Dieter Hecking besonders hier in Hamburg noch lange als Trainer zu fungieren. Das hätte ich ganz gerne. Das ist von mir ein Herzenswunsch, dass mal die Kontinuität eintritt hier und dass wir mal den Trainer ein bisschen länger haben und erfolgreich Fußball spielen. Aber wichtig ist natürlich der Aufstieg. Alles klar, Helm Peter sagt tschüss und haut rein ins Tango. Gruß an Scholle, tschüssi. Ein Verein, an dem wir alle wieder Spaß haben, der seine Spiele gewinnt, der sich von innen heraus gesundet, in dem eine gewisse Souveränität herrscht, der einfach wieder ein stolzer Verein sein kann und am Ende vielleicht auch den Aufstieg. Das wäre natürlich die Krone, das wäre nochmal richtig geil und damit könnte dann ein erfolgreiches Jahrzehnt vielleicht eingeläutet werden, was wir ja ein sehr unerfolgreiches hinter uns haben. Ich wünsche dem HSV Vertrauen. Vertrauen in die eigene Stärke, Vertrauen in den Weg und die Menschen, mit denen man sich entschieden hat, diesen Weg zu beschreiten. Vertrauen in die Profis, Vertrauen in die zweite Mannschaft und insbesondere Vertrauen in die eigene Jugendarbeit. Ihr habt es gehört, viele schöne Wünsche für den HSV. Die meisten wünschen sich den Aufstieg. Wir, glaube ich, können uns darauf auch committen, dass der Aufstieg das große Ziel ist für den HSV. Wir wünschen uns vielleicht noch nebenbei mehr Gesundheit für Aaron Hahn. Kann man das so aus dem Gespräch mitnehmen? Gesundheit wünscht man jedem Spieler. Gesundheit wünscht man jedem, vor allem natürlich dann den Leuten, die es nicht so gut getroffen haben in der Hinrunde. Also Aaron Hahn, eine gesundere, stabilere Rückrunde. Und ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden. Henrik, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Jurek, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Endlich mal ein bisschen Expertise hier im Raum. Ne? Nicht immer nur die Rautenperlen-Leute, sondern Leute mit Ahnung und Weitblick. Nein, also vielen, vielen Dank dafür. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und vor allem natürlich auch vielen Dank für eine tolle Hinrunde. Es hat uns hier wie immer sehr viel Spaß gemacht und es macht uns weiterhin sehr viel Spaß. Wir werden uns nämlich unvermindert bei euch weitermelden und zwar jeden Tag. Bis dahin, euch allen erstmal einen richtig schönen Tag. Ciao.